Ja, liebe Freunde der gepflegten Kopterunterhaltung, hier habe ich eine Runcam Swift 3, nämlich eine Testversion von Runcam erhalten. Und wie ihr ja vielleicht schon wisst, kann man die über einen UART an die FC anschließen und diese dann auch direkt über die Sticks einer Fernbedienung, nämlich das OSD steuern. Und wie das angeschlossen wird und ob das überhaupt funktioniert, das werden wir uns jetzt gleich einmal hier mit Hilfe diesen alten Kopters auf dem Tisch mal anschauen. Bis gleich. Ja, schauen wir uns doch einfach mal das gute Stück an. Hier auf der Rückseite, wie gehabt, die Steckerleiste. 5 bis 36 Volt Eingangsspannung verträgt die Kamera. Ground, Video, VBAT, TX und RX. Ja, das Interessante wird am Ende dann auch TX und RX für unser Vorhaben sein. Ja, schauen wir uns einfach mal den Anschlussplan der Kamera an. Wir benötigen auf dem Flight Controller einen UART, wie gesagt. Hier haben wir die Ports RX und TX, nämlich Receive und Transmit. Und diese werden dann mit den Ports der Kamera, Transmit und Receive, aber in der umgekehrten Reihenfolge angeschlossen. Also Transmit geht zu Receive und Receive zu Transmit. Ja, und hier sehen wir es uns einfach mal auf dem Flight Controller an, also TX und RX, hier in dem Fall ein UART 3. Hier nochmal schnell den Stecker ausprobieren. Hier schauen wir uns einfach mal an, welche Farben wir hinterher für TX und RX der Kamera benötigen. Braun und grün. So, und dann nehme ich jetzt auch mal schnell den Kopter auseinander, um auch die vorhandene Kamera, die derzeit drin ist, auszutauschen gegen die neue. Und ich kann es auch nicht häufig genug sagen, Leute, macht die Propeller ab, wenn ihr Akkus anschließt. Da ich vorher ja schon eine Kamera drin hatte, konnte ich einfach die kleinen Stifte rausfummeln, also einfach die kleinen Plastikhebelchen hochdrücken und dann hat man die Metallstifte mit dem Kabel dran rausziehen können. Und da schließe ich jetzt einfach mal Plus, Minus und Video direkt an die lange Steckerleiste von der neuen Runcam an. So habe ich es dann eben auch schnell erledigt. Hier nochmal schnell gucken, TX, RX, also von unten RX, TX, das sind dann also das grüne und das braune Kabel. Hier nicht wundern, hier habe ich erstmal noch das blaue mit verzinnt. Ja, hier habe ich dann auch nochmal schnell die Lötpads auf dem Flight Controller verzinnt. So, nun das braune Kabel an RX und das grüne Kabel an TX. Mal schnell den LiPo anschließen, um zu schauen, ob auch alles funktioniert und nicht in magischem Rauch verschwindet. Das passt soweit. Und da dieses neue Feature der Runcam nur mit Betaflight ab 3.3 funktioniert, habe ich das dann auch nochmal schnell auf meinen Flight Controller drauf geflasht. So, und am Ende müssen wir einfach nur bei Ports, in dem Fall UART 3, Runcam-Gerät auswählen, speichern und neu starten klicken. Und schon können wir mit der Funke, wenn wir den linken Stick nach rechts drücken, in den Einstellungsmodus der Runcam gelangen. Ja, sobald wir in den Remote-Modus kommen, erkennt man das auch ganz klar auf dem Bildschirm und wir sehen auch das gewohnte OSD. Hier mal eben alle Einstellungen durchgeklickt. Den meisten dürfte das ja bekannt vorkommen. Ja, wenn wir dann den rechten Stick im Remote-Modus nach rechts drücken, können wir dann auch direkt die verschiedenen Scene-Modi durchschalten, um dann vielleicht auch bei den verschiedenen Lichtverhältnissen angepasste Einstellungen zu bekommen, die womöglich dann einfach besser performen. Ja, und dann habe ich mich noch gefragt, wie stellt man eigentlich noch den Namen um? Nämlich ganz einfach, rechten Stick im Remote-Modus nach oben drücken, 3 Sekunden, und dann kommt man in den Einstellungsmodus für den Call-Sign, den man dann einfach verändern kann, überschreiben kann, wie auch immer. Und hier kann man dann auch noch den Alarm, nämlich den VBAT-Alarm, verändern auf die gewünschte Einstellung. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Hier nochmal die Kamera
Und wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Channels abonniert und schaut das nächste Mal doch einfach wieder mit rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis demnächst.